willkommen im Little Record Shop. Es gibt wahnsinnige Neuigkeiten. Ihr könnt uns mal wirklich hier im Laden besuchen kommen. Kein Scheiß, wir machen nämlich einen Cartoon-Contest. Zeichnet einfach eure eigene Comicfigur und schickt sie uns bis zum 26. Oktober vorbei. Unsere Super-VIP-Jury wählt aus allen Einsendungen die Top 10. Und wer der Gewinner ist, entscheidet ihr. Also unsere Jury besteht aus Florian Simbeck, Ria Schenk, Philipp Perband und Thomas Webler. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen hier zur offiziellen Pressekonferenz von Animax im Rahmen des Cartoon-Contests. Sie haben es gerade schon gesehen. Ja, du bist jemand, du versuchst mit deiner Manga-Schule Leuten beizubringen, wie man Mangas, wie man Animes zeichnet. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das wirklich lernen kann, wenn man es nicht kann. Es baut sich auf im Grunde genommen wie so ein kleines Einmaleins. Wir fangen mit dem Kopf an, wie man einen richtigen Kopf zeichnet und dann kommt der ganze Körper. Und wenn der Körper richtig von den Proportionen richtig gezeichnet ist, wo es halt Regeln für gibt, die man lernen muss. Und wenn man die dann gelernt hat, dann kann man das auch wenn man halt nicht sehr talentiert ist, sage ich mal so in Anführungszeichen. Und die sind dann auch immer ganz überrascht darüber, wie cool ihre Figur auf einmal aussieht. Ich finde es eine tolle Chance. Also vor allem auch für Leute, die jetzt nicht die perfekten Comiczeichner sind, sondern die können einfach irgendeine Figur zeichnen. Auch wenn es ein Strichmännchen ist, wenn es irgendwie lustig ist und kreativ, dann wird es Teil der, wenn es gewinnt, dann wird es Teil dieser Sendung. Und das finde ich eine tolle Chance. Was wäre deine Wunschfigur? Ich fände ganz toll, wenn noch ein paar mehr coole, lustige Frauen auftreten würden. Hier in diesem Fall würde ich schon mehr darauf achten, dass der Charakter ein Profil hat. Das heißt also, unabhängig davon, wie Flo schon gesagt hat, ob es ein Strichmenschen ist oder ob es dann eine wirklich sehr gut gezeichnete Figur mit, wo man das Talent dahinter sieht, die eingesendet wird, wäre mir wichtig, dass jemand sich erstmal Gedanken macht, was soll das für eine Figur sein, was hat die vielleicht für einen Background, sich eine kleine Geschichte dazu ausdenken, die dann auch in irgendeiner Form oder in einer guten Form in den Little Record Shop passt. Darauf würde ich in diesem Fall mehr achten als jetzt aufs Handwerkliche. Meine Lieben, ich bin Ria von Eisblume und ich bin Jurymitglied beim Animax Cartoon Contest. Zeichnet mit und macht eure Comicfigur zum TV-Star unter www.animaxtv.de/cartooncontest. Ich freue mich auf eure Beiträge. Powered by Unity Media und Sony Ericsson.